Die Journalistin Stéphane Roussel erinnert sich. Ich hatte das Gefühl, schlecht gehört zu haben und sagte, könnten Sie es wiederholen? Reichskanzler Adolf Hitler. Und da muss ich zugeben, wie sehr viele meiner Freunde, Kollegen, Politiker, ich hatte nicht daran geglaubt. Berlin war damals wie eine Art New York in Europa. Viel weniger geschlossen als Paris. Die Türen in Berlin stehen weit offen für einen Ausländer. Und dieses Berlin, das meine Freunde und ich sehr geliebt haben, war im Begriff, nicht mehr zu existieren. Die Nationalsozialisten und ihre Anhänger inszenieren sich in Berlin in einem Fackelzug. Doch vielen Berlinern ist nicht zum Jubeln zumute. Ich überlege mir, wie mag der Fackelzug vom Fenster aus gesehen sein. Vielleicht wie ein großer roter Teppich, der vor ihm aufgerollt ist. Wir sehen die Fackeln von unten. Und ich habe nicht das Gefühl von einem Teppich. Ich habe beinahe das Gefühl, dass die Fackeln den nächtlichen Himmel durchlöchern. Eine Art Aggression. Plötzlich merkte ich, dass ich zitterte. Es war gar nicht die Kälte, es war die Angst. In einer einzigen Nacht ist die Weimarer Republik so weggegangen, wie sie gelebt hat, auf Zehenspitzen.